Ja, das Jahr nimmt Fahrt auf im Februar und damit herzlich willkommen zur astrologischen Vorschau Februar 2024. Und vielleicht spürst du es ja jetzt schon, wir haben ja jetzt gerade Beginn Februar, dass im Jänner, auch wenn mehr Energie da war, mehr Projekte sich aufgetan haben, entwickelt haben, manches doch noch frustrierend, feststeckend war, alles so ein bisschen zäh nach hinten gerückt wurde. Obwohl natürlich auch viele neue Türen aufgegangen sind. Und das ändert sich jetzt im Februar. Im Februar machen wir einen Riesensprung nach vorne und das wird eingeleitet, kann man sich so kurz einmal so vorstellen, dass alle persönlichen Planeten, nämlich der Merkur, Mars und auch die Venus, dann in den Wassermann reinrutschen, dort wo der Pluto jetzt steht und damit auch noch einmal Konjunktionen mit Pluto bilden. Und das alles ist ein sehr aufgeladener, dynamischer Prozess. Was bedeutet das im Detail? Du weißt, Pluto ist im Wassermann, hört man überall. Das bedeutet, der Planet für Wandlung, Transformation, Häutung, stirb und werde, ist im Zeichen Wassermann, dem Zeichen der Revolution, der Überraschung, des Wankelmuts eigentlich auch, kann man sagen. Und in diesem Zeitgeschehen kommen jetzt deine persönlichen Planeten rein. Das bedeutet auf der einen Seite mit Mars und Pluto teilweise ganz, ganz heftige Geschichten und Konflikte, die da auftauchen können. Ja? Also auch wirklich Aggressionserfahrungen, ganz viel innerer Stress, innere Anspannung, aber auch ganz viel Energie, die dich nach vorne bringen kann. Vor allem dann so gegen Mitte Februar, wo das dann alles so schlagen wird, wo wirklich alles dann so im Wassermann angekommen ist, alle persönlichen Planeten, ist das natürlich dann zu bedenken. Wir beginnen allerdings mit dem Merkur auf Pluto und da sollte man anfangen, gerade jetzt so in dieser Anfangs-Februar-Zeit, aufpassen bitte beim Bedienen von Maschinen, bei Straßenverkehr, einfach einmal bewusster sein, langsamer fahren. Und eben da ein bisschen achtsam sein, denn das ist so eine Konstellation, wo es natürlich dann immer wieder auch zu Unfällen oder zu gewissen Missgeschicken kommen kann, was auch genau das Bedienen eben von Maschinen bedeuten kann. Dazu kommt natürlich auch noch, wenn dann der Mars in die Konjunktion geht mit dem Pluto, das ist ein ganz, ganz hohes Aggressionspotenzial. So, wir schalten da jetzt mal aufs Bild um. Also das ist ein ganz, ganz hohes Potenzial für Aggression. Das ist natürlich ganz eine ganz kritische Geschichte auch für Kriegsgeschehen. Das ist eine kritische Geschichte für auch Demonstrationen, für den Unmut freien Raum lassen. Was bedeutet denn das? Also bitte, wenn du jetzt mit Aggressionen kämpfst, wenn du da zu tun hast, dass du frustriert bist von der Situation, dann schau bitte wirklich nach Ventillösungen, nach Lösungen, wo du da wirklich ein bisschen dich, ja, den Druck abbauen kannst auf eine positive, konstruktive Art für dich und natürlich auch für die anderen. Es ist auch so eine Art, so eine Anspannung, gerade Anfang Februar, wo es um Streitgespräche geht. Also nicht streiten, nicht in einen offenen Konflikt reinlaufen. Also da haben wir wirklich so diese hochenergetische, hochpotente Kraft. Und du kannst dir jetzt einmal vorstellen, also noch einmal Pluto, Macht, Ohnmacht, Eigenermächtigung, eigene Ohnmacht plus Mars plus reine Energie. Stell dir das mal vor, Macht plus Energie und das in einer übersteigerten Form, eigentlich im Uranus, in der sozusagen in der Potenz, noch einmal dazu, in der Überraschung, in dem, was frei wird. Das heißt, du kannst ganz viel weiterbringen, leisten, auf Strecke bringen jetzt in dieser Zeit, aber es kann natürlich auch sein, dass das ganz stark in viel Streit, viel Missgunst, viel Rauferei sich da auch ausdrückt. Auf der psychologischen Ebene natürlich auch viel Stress, auch Autoaggression womöglich, also wo man selber Taten setzt, die einem nicht so gut tun. Deshalb würde ich auch aufpassen und zur Vorsicht raten bei Faschingstreiben, bei Veranstaltungen, wo viele Leute sind. Also da kann sich natürlich was ganz schnell, ganz negativ auch entladen. Und deshalb bitte Acht geben und das gute Sprichwort, der Klügere fällt nach, der Dumme fällt in den Bach. Also das durchaus bitte mal sich bewusst machen.
Was auch dazu kommt, wir haben natürlich auch mal Venus-Mars, haben auch ein Rendezvous im Februar. Und Venus-Mars, da geht es ja auch immer so ein bisschen um Partnerschaften mit. Also auch das Thema Partnerschaft ist dieses Monat aktiv. Und auch noch einmal dann mit dem Pluto, Venus-Pluto, da geht es natürlich schon darum, dass man sagt, man möchte sich fix binden. Man findet womöglich eine fixe Bindung. Oder auch natürlich mit dem Uranus, plötzlich glaubt man ist ganz fix zusammen, aber das zerfällt dann auch wieder mit diesen plutonischen Aspekten dabei. Also da ist was plötzliche Liebe, die dann auch wieder wegfällt. Also da haben wir so eine Wankelmut und natürlich wieder die Aufgabe, transformiere deine Beziehungen. In dieser Zeit ist es ganz wichtig, auf der persönlichen Ebene gute, klare, zusammengeräumte Beziehungen zu haben. Vor allem natürlich auch, wenn du in einer Beziehung bist, wenn du in einer Liebesbeziehung bist, dann kläre da bitte einfach mal die Fronten. Schau, dass ihr da an einem Strang zieht, du und deine Partnerin oder dein Partner. Das wäre ja ganz, ganz wesentlich. Denn es sollte ja im Innersten wirklich ein Frieden, ein erholsamer Pol sein, wo ich sage, da kannst du dich aufladen, da kannst du dich nähren. Und das ist eine gute Zeit, da auch entweder frischen Wind in die Beziehungen, bestehende Beziehungen zu bringen. Wenn du neue Leute kennenlernst, die auch zu prüfen, ist das ein Ruhepol, ist das was Angenehmes in meinem Leben, stärkt mich das, stärkt mich diese Beziehung in meinem Leben oder eher nicht. Und da geht es wirklich ganz stark auch darum, dass auch auf der privaten, emotionalen Ebene da durchaus so ein Wirbel herrschen kann. Ne? Also da bitte einfach ein bisschen aufpassen. Auch der Drang zum Übertreiben ist drinnen. Wir haben dann Merkur, Jupiter, so Quadrate, der Jupiter ja in der Stier, im Stierzeichen drinnen. Also da haben wir dann auch noch einmal so die Möglichkeit oder die Gefahr, dass wir zu viel wollen, zu viel anfangen. Und da geht es wieder um innere Klarheit, um innere Struktur, um ein bisschen ja, nüchtern zu sein und klar zu sein, was passt denn jetzt zu mir und was passt nicht zu mir. Nur weil du theoretisch alles machen könntest und alles abdecken kannst, solltest du wirklich für dich prüfen, was ist das, das mir entspricht. Auch in meinem Tun, in meinem Handeln. Das ist da eben so ganz, ganz wichtig. Und diese gesamte Grundenergie, wie gesagt, das alles liegt auf diesem Mars-Pluto-Turbo-Booster, der bis zum 20. Februar jetzt dann wirken wird. Also da geht es wirklich, also da geht es wirklich ab. Das ist wirklich etwas, wo die Zeit auch mit Protesten, mit Demonstrationen, mit sich dem Unmut eben auch auf einer größeren Ebene sich Luft machen. Also das ist einfach eine ganz, ganz volatile Zeit, eine ganz, ganz bewegliche Zeit. Und da ist der Februar natürlich spannend, auch mit dem Fasching, mit diesen Faschingstreiben, Faschingsumzügen. Also da einfach wirklich klar bleiben, bei sich bleiben, nicht zu verrückt werden, obwohl natürlich Verrücktheit irgendwie auch dem Zeitgeist entspricht. Also der Februar wird eine Herausforderung, denke ich. Also es wird alles potenzieren, es wird alles verschnellern. Es wird, denke ich, auch ein Monat sein, dass dir individuelles Gefühl sehr schnell vergehen wird. Also das wird sehr schnell nach vorne gehen. Da werden sich die Ereignisse überschlagen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht im März dann rein. Auf jeden Fall ist zu betrachten, mit so vielen persönlichen Planeten in der Luft, im Wassermann-Prinzip, geht es immer darum, eben eine gewisse Nervosität. Schau, dass du das abbaust, schau, dass du vielleicht Sport machst, dass du dich erdest, dass du vor allem bitte Social Media Entgiftung, Social Media Kuren auch einlegst, dass du nicht immer überall dabei bist. Also, dass du einfach auch schaust, was kann ich denn tun, um runterzukommen. Hier am Kanal gibt es eine Menge Meditationen und witzigerweise alle Videos, wo dann wieder was prophezeit wird, wie wird was und da geht was los. Also diese ganzen Hotlines sind es nicht, Hotlines, Schlagzeilen sind es. Also diese ganzen Headlines, nicht Hotlines, diese ganzen Headlines, die interessieren ganz viele Leute und die Meditationen, die hier am Kanal sind, witzigerweise ganz, ganz wenige dafür. Finde ich ja, ist gerade auch die Meditation ein guter Weg, jetzt in dieser Zeit zu dir zu kommen. Also vielleicht, wenn du noch nie eine Meditation geschaut hast hier am Kanal und nur die Astro-Videos verfolgst, probier's doch einfach mal. Probier doch einfach mal, dass du dir das anhörst, wie es dir da geht damit. Vielleicht kannst du ja da ein bisschen üben anfangen.
Und passend zu dieser turbulenten Zeit habe ich am 23. Februar ein Event bei mir in Linz zum Thema Pluto in Wassermann. Und da schauen wir dann individuell in deinem Horoskop, was denn das bedeutet, was diese ganzen Konstellationen für dich bedeutet. Also wenn es dich interessiert, einfach mal anmelden. Den Anmeldelink findest du in der Beschreibung zum Video. Und falls du natürlich mal sagst, hey, ich möchte mich mal mehr weiterbilden, ich möchte mal tiefer in meine Medialität, in meine Hellsichtigkeit eintauchen, dann startet am 17. Februar die Jahresausbildung Mediale Energetik, auch vor Ort in Linz. Und da freue ich mich natürlich auch, falls dich interessiert, schau mal rein und vielleicht sehen wir uns ja dann und arbeiten ein Jahr lang zusammen. Also aus dem wunderschönen Linz wünsche ich dir jetzt mal alles Gute, eine gute Zeit und komm ruhig durch den Februar, tief durchatmen, erholen, bei dir bleiben. Alles ist gut. Okay, tschüss, alles Gute.